Moin Leute, willkommen heute zu einer weiteren Folge zu Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir sind mal wieder auf der Karte Wuppertal Haupt-Addon unterwegs mit einem VER-Bus und fahren heute die Linie 608. Und das ist auch der LE, den kennt ihr, ja. Da ist ein Kollege. Performance ist hier 1A, muss man sagen. Mit einem C2G. Ne? Es kann sein, dass es vielleicht sehr leckt bei euch. Aber ich kann jetzt auch nichts machen. Diese Stelle ist halt echt sehr, sehr performance-fressend. Ja, wo ist denn hier? Oh ja. So. Linie Kurs. Bei euch ist es Freitag. Ja. Wo das rauskommt. Glaube ich. Oder Samstag. Eigentlich bin ich schon viel zu spät mit dem Video, aber ich hatte halt sehr viel Privates zu tun. Und dann kann ich halt nicht. Muss ich halt das zur Seite schieben. Hä? Was ist los mit dem Teil? 608? War das 608.001? Ich bin zu blöd, um das einzugeben. Ja, das ist auf jeden Fall die Tour. Geht nur 12 Minuten. Ich erwarten. Das ist der andere. Und? Hier ist noch was? Na gut, dann kann ich jetzt auch nichts machen. Okay, jetzt verstehe ich warum. Warum? Kann ich verarschen? Muss ich erstmal wieder einen neuen Bus bauen, ne? Oder soll ich den übernehmen? So. Wir müssen ja mal einen neuen Bus bauen. VRR. Passiert ja nicht. Ihr seht nur meine Maus. Wuppertal. Ja. Und Bahnen. Ich werde die Aufnahme jetzt nicht abbrechen. Hab jetzt keine Lust zu. So, jetzt geht's los. Rote an. Wenn ich jetzt wieder die blöde Rufdatei falsch habe, dann rege ich mich auf. Ne, jetzt ist richtig. Aber jetzt übernehme ich mich nicht, warum die Rufdatei nicht funktioniert hat. So. 608. Oh nein, nein, nein. So. So, jetzt funktioniert's, ne? Ja, jetzt funktioniert's, ey. Meine Güte. Das Spiel will mich hier aufregen. Dieser Simulator, ja. Wuppertal hier. Hallo. Moin. Hier ist euch auch kein Corona-Mod dran. Wie heißt das hier gleich? Und Gott sagt, ach, ja. Es werde Licht, aber er gut, fand den Lichtschalter nicht. Hallo? Schnauze. Och Mann, ey. Wir wollten auch alles eingehen, ne? Bekomme ich mein Ticket noch in diesem Jahrzehnt? Ja, halt die Klappe. Bekomme ich mein Ticket?
Ticket noch in diesem Jahrzehnt? Halt die Schnauze. Mann, ihr seid ja echt unmöglich hier. Hallo. Guten Tag. Die Kurzstrecke bitte. Hi Kevin. Wehe, jemand meckert hier nochmal, ne? Ich geh aufs Maul. Danke. Wir müssen noch kein Spiel teilen. Weil die blöde Hofdatei nicht richtig war. So, los geht's. Oi. Die Performance eskaliert hier. Ach man. Vielleicht sehen wir auch heute mal die Schwebebahn. Die Schwebebahn. So. Ah, die 611. Die sind wir ja letztens gefahren. Alter Markt. Jo, alter Markt. Links. Die nächste Linie wird die 611 sein. Die wird so wie die 611 sein. Ich habe 604 vorhin gesagt, oder? Bei mir ist es gerade der 4.11. Das Video wird am 5. oder 6. kommen. Ach, was willst du jetzt schon wieder? Was hast du wieder für ein Problem? So. Von hier vielleicht ein Fahrt, ne? Nee. Ach man, ich trinke mal erstmal ein bisschen hier. Das dauert ja noch ewig hier. Ich finde die C2 ist aber von den Add-on eigentlich sehr, sehr schön. Die sind auch sehr also richtig originalgetreu. Zum Beispiel der Gelenkbus sieht nice aus, der Solo sieht, also der LED sieht auch schön aus. So, jetzt kommt rechts. So, wieder rot. Ich hab doch schon Verspätung. Die Linie 608 fährt nicht von der Wuppertaler Verkehrsbetrieben, so wie gehört habe, sondern hier von der VER. Die Linie geht eigentlich nach Ennepetal, glaube ich. Aber hier wird sie nur nach Oberbarmen gebaut. Ich habe gleich 2 Minuten Verspätung. Da ist Meckes, ne? Schön gönnen. Schön ja, schön gern. 2 Minuten Verspätung. Noch ein Bus. Geil. Das habe ich auch schon mal gesehen hier oben. Hallo. Moin, was geht? Hallo. Moin. Verkaufen Sie auch Kerzen? Nein, wir verkaufen hier keine Kerzen. Moin Manfred. Steht da? 7 Minuten kommt direkt der nächste Bus schon. So, geradeaus. Diesmal nicht. Die 611 war aber auch keine schlechte Linie. Muss man auch sagen. Und mit diesem C2G zu fahren ist auch nicht schlecht.
So. Konkordienstraße. Rathaus. Und wieder rot. Nein, 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 nein. Das soll ein Mercedes sein, oder? Da vorne. Dieser grüne hier. Hatzigen. War das der Kollege von hinter uns? Naja. Nee, ist eine andere Linie, oder? Ja. Naja. Wo ist denn eigentlich die Schürbahn, ne? Ach, die fahren wir auch noch. Wir haben schon 2 Minuten Verspätung. Performance ist hier 1A, ne? Merkt man? Oh. Kann jemand mich hier durchlassen? Nö. Oberbahn wird auch nicht die Performance nice sein, also. Performance-mäßig war die 611 auf jeden Fall besser. Werther Brücke. Da ist auch ein Real-Life diese Verspätungen, also. Ist normal. In meiner Stadt auf jeden Fall. Da ist meistens immer voll die Verspätung. Ach ja, ist da vorne Heilschirm? Ich glaube schon. Ja. Fahr. Und wieder 10 Minuten eine. Na ja, gut. Ach, Düsseldorf haben wir schon gefahren, also. Dazu kann man auch nichts mehr sagen. Ah, da war die Schürbahn. Hallo. Es ist ja so dunkel hi, Mann. Hier, dass ich hi, Kevin. Meinen Sitz erkennen kann. Och man, hör auf zu meckern. Wer hat hier erlaubt zu meckern? Wie viele Linien fahren hier lang? Ja, hier steht Ende Petzal Busbahnhof. Ich muss sagen, ich finde das Addon sogar echt nicht schlecht. Wenn es jetzt ein bisschen performancemäßig besser wäre, dann würde ich das schon sehr oft fahren, die Karte. Muss man auch sagen. Das sollte ja eigentlich Kevins letztes Addon werden, 2018. Und das sieht man. 2020 kam Düsseldorf. Ja. Er wollte eigentlich immer noch ein Ruhr-Update seit August oder so machen. Irgendwie kommt jetzt gar nichts mehr von ihm. Er hat nicht mal sein Update rausgebracht, was im August für Ruhr diese Linienerweiterung war, aber nicht immer. Ja, fahr vor mir. Ja, ja, fahr. Ja, komm. Fahr. Gut, dass ich keine Kollision anfahre, weil sonst wäre es echt nicht schön. Die Linie ist ja auch bald wieder zu Ende. Ist da vorne wieder die Linie? Ja. Jo.
Wir hätten 7 Minuten Pause. Heute habe ich kein Thema zu reden, so. Ich werde mir noch andere Karten rauspicken. Die wir auch wie Wuppertal machen. Weil es wäre eigentlich blöd, wenn wir die ganze Zeit nur Wuppertal hätten und nichts anderes. Abwechslung muss auch schon sein. Vielleicht kommt diese und nächste Woche noch Wuppertal, aber danach muss was anderes kommen. Nach der 604 kommt die Schwebebahnlinie oder die 600. Danach kommt die 639. Dann kommen die Felbert-Linien, die SB66 und die 649. Wie viele wollen schon wieder hier mit? Du bist auf den Bordstein gekommen. Hallo? Moin. Hallo. Performance eskaliert schon wieder. Hallo Busfahrer. Moin. Holt bitte alle eure Taschenlampen raus. Guten Tag. Der Busfahrer hat keine Lust auf Licht. Richtig. Bitte. Oh, ich seh nix. Ja, meckern nicht. Hallo. Hol eine Brille. Hol dir noch mal eine Brille. Danke. Gerne, Kevin. Drei Minuten Verspätung. Freue ich mich auf die Performance am Oberbahn. Das ist die 608, wegen Lenkbus. Wichlinghauser Straße. So. Ach, wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist mein Ventilator. Also wenn ihr so ein Rauschen hört, das ist mein Ventilator. Windy heißt der. Also hier fragt man sich. Warum hast du im Herbst einen Ventilator? Ist sie so heiß? Ja. Nee, ich mach's einfach so an, weil schöner Wind schadet ja nie. Erwachsenen-Ticket bitte. Hallo? Ja, was willst du? Du auch noch? Nee. So. Ab nach Oberbarmen. Oberbarmen Bahnhof. So. Wie viele wollen denn hier nach rechts?
Was steht denn da vorne? Hier ist meistens auch sehr viel Performance fressend. Fahren hier nur 10 km/h. Das sieht ja auch, glaube ich, den SEV, ne? Vielleicht fahren wir den auch. Och man, halt auch eure Klappe. Da ist wieder ein Mac-Quiz. So. So Leute, das war's mit dem Video. Tja, ich hoffe, es hat euch mindestens ein bisschen gefallen hier. Deutsche Bahn, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im September. Was steht da? Der Kiddy ist davor. Im September Düsseldorf. Es kam April 2020. Ja, die M3 sind wir auch schon gefahren. Ja, das war's. Teilt das Video gerne. Abo und so. Und dann bis zum nächsten Mal zur Linie 604 oder so. Und bye bye.